Einen schönen guten Abend hier in Haus 22 auf dem Stasi-Gelände, dem Campus für Demokratie. Wenn wir uns in diesem Raum hier treffen, immer eine kleine Erinnerung auch gern daran, dass das vor ziemlich genau 30 Jahren noch der Raum war, in dem das Ministerium für Staatssicherheit seine Sonderversammlungen und Pressekonferenzen und auch sonstige Geschichten abgehalten hat. Einer unserer Gäste heute Abend wird sich vielleicht noch an den 21. November 1989 erinnern, wo er auch hier in diesem Raum war, Hans Modrow. Ich wollte Sie zunächst begrüßen und muss ein paar kleinere Dinge zum Ablauf Ihnen gerne vorab schon mal mitteilen. Ich begrüße Sie natürlich auch im Namen unserer Kooperationspartner, der Robert Havemann Gesellschaft und das Archiv der DDR-Opposition, die hier auf dem Gelände auch ihre Archivräume haben, sowie dem Verlag Vandenhoek und Ruprecht, der auch unseren 1989er Band in der Reihe DDR im Blick der Stasi, die Edition zur ZAEG, herausgebracht hat. Und dann die obligatorische, leider immer noch obligatorischen Hinweis darauf, dass wenn man zur Toilette gehen muss, man über den Hof in die hintere Ecke gehen muss, dort, wo das Zeichen Stasi-Unterlagenarchiv leuchtet. Sie haben vielleicht gesehen, dass es schon ziemlich nach Baustelle hier aussieht. Das ist ein gutes Zeichen. Wir hoffen, dass es in den nächsten Wochen soweit ist, dass auch dann hier der Wasseranschluss wieder steht und wir diese Ansage endlich vermeiden können. Gut. Wir beginnen diese Veranstaltung mit einem kleinen Einblick in den Band 1989 von einem der beiden Bearbeiter, Marc Schiefer. Und das wird der Anlass sein für uns dann, uns ein Stückchen weiter an diesem Jahr entlang abzuarbeiten mit drei Zeitzeugen und der Herausgeberin der ZAEG-Edition. Mein Name ist Dagmar Hofestedt, ich bin die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Und dann fangen wir jetzt an mit dem kleinen Einführungsvortrag, dem Impuls von Marc Schiefer aus dem Jahr 1989. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an dem heutigen Abend. Heute soll es sozusagen um zwei verschiedene Perspektiven auf das turbulente Jahr 1989 gehen. Einmal die Perspektive eher von unten, von einem Oppositionellen, und von oben, von einem Vertreter der SED-Führung. Zuvor soll allerdings kurz darauf geschaut werden, wie das MFS, also die Staatssicherheit, selbst diesen politischen Umbruch wahrnahm und wie sie darüber mit der SED-Spitze kommunizierte. Als Quelle dienen die Berichte der Geheimpolizei an die Partei und Staatsführung, die von der sogenannten zentralen Auswertung und Informationsgruppe des MFS angefertigt wurden, kurz ZAIG. Diese Diensteinheit kann man sozusagen als das Gehirn der Staatssicherheit bezeichnen. Dort flossen die verschiedenen internen Informationsströme zusammen und wurden sowohl für die MFS-Führung als auch für die SED-Spitze ausgewertet. Insgesamt hatte diese Stabsstelle mehr als 400 Mitarbeiter und der Kern dieser ZAIG war ein Berichtswesen, das unmittelbar als Reaktion auf den Volksaufstand 1953 errichtet worden war, sozusagen als eine Art Frühwarnsystem, um herrschaftsgefährdende Situationen frühzeitig zu erkennen. Und als zeithistorisch sehr wertvolle Quelle werden diese Berichte jahrgangsweise durch die Stasi-Unterlagenbehörde veröffentlicht in einer Edition mit dem Namen Die DDR im Blick der Stasi. Und passend zum 30. Jahrestag haben wir jetzt auch den Band 1989 vorliegen mit den 262 Berichten des Jahres 1989. Das ist sozusagen eine Auswahl der spannendsten Dokumente aus diesem Jahr. Und schaut man da hinein, fällt eigentlich auf, dass die Berichtsmaschine ZAIG relativ routinemäßig lief zu Beginn des Jahres. Man könnte auch sagen, das Jahr 1989 startete relativ ereignislos oder unspektakulär. Man berichtet über Standardthemen, wie zum Beispiel Tagungen der Konferenz der Kirchenleitungen, also Spitzengremien der evangelischen Kirche, stehen immer im Mittelpunkt. Dann geht es um Einzelereignisse, wie eine Gesundheitskonferenz im September des Jahres und natürlich um einzelne Aktivitäten auch der Opposition, vor allem in Leipzig, an der aber zu Beginn nur etwa 150 bis 200 Personen teilnehmen.
Dieses, kann man so sagen, Standardrepertoire an Themen des MFS sollte ein Stück weit auch den Eindruck vermitteln, dass man die Lage ganz gut im Griff hatte. Und wenn man das auf das Jahr blickt, dann stimmte das eigentlich auch. Bis zum Sommer verlief das Jahr 1989 weitgehend ohne größere Zwischenfälle. Eine Ausnahme ist hier vielleicht die Proteste anlässlich der Kommunalwahl im Mai 1989. Was diesem Lagebild des MFS zu Beginn des Jahres allerdings ein Stück weit fehlte, ist die Spiegelung der tieferen Unzufriedenheit breiter Kreise der Bevölkerung, indem man sich sehr isoliert einzelne Kirchengruppen betrachtet oder einzelne Aktionen von Oppositionsgruppen, wurde die Stasi ein Stück weit blind für die tiefere gesellschaftliche Krise. Diese ziemlich stark selektive Wahrnehmung ändert sich allerdings im September 1989, als die Berichte ziemlich schlagartig einen völlig neuen Tonfall erhalten. Scharf und eindringlich wird jetzt plötzlich über die Wut und über die Resignation, über den Frust bei einfachen Parteimitgliedern und auch bei Vertretern der Arbeiterschaft berichtet. Ein Beispiel ist ein Bericht vom 11. September. Dort heißt es, dass auch progressive Kräfte davon ausgingen, dass die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung in der DDR ernsthaft in Gefahr sei. Bereits jetzt, so argumentieren sie, befände sich die DDR in einer Situation wie kurz vor den konterrevolutionären Ereignissen am 17. Juni 1953. Das war also schon sehr deutlich. Und Mitte Oktober wird dann der Tonfall noch ein bisschen dramatischer in den Berichten. Hier heißt es, Werktätige glauben, die SED-Führung habe durch eine uneinsichtige Haltung und starres Festhalten an einer offensichtlich nicht umsetzbaren politischen Linie nicht wirksam auf die Zuspitzung der politischen Entwicklung in der DDR reagiert und damit schweren politischen Schaden für die SED und die DDR herbeigeführt. In allen Bevölkerungskreisen, nicht zuletzt in der Arbeiterklasse, werde der Parteiführung das Vertrauen und die Verbindung zum Volk abgesprochen. Man erwarte jetzt klare Antworten auf langjährig angestaute Fragen zur ökonomischen Situation und vor allem das Aufzeigen konstruktiver Lösungswege. Wenn sich nicht kurzfristig etwas ändere, müsse mit entsprechenden Reaktionen auch seitens der Arbeiter gerechnet werden. Also das war schon ein ganz anderer Tonfall. Sowas findet man eigentlich in den Vormonaten überhaupt nicht. Und diese neue Dramatik, diese Dringlichkeit kann auf jeden Fall oder mit großer Wahrscheinlichkeit auf die angespannte Lage im September zurückgeführt werden, auf die beginnende Fluchtbewegung und auf erste kleinere Aktionen im öffentlichen Raum, vor allem in Leipzig und Berlin. Stasi-Chef Mielke zeigte sich in diesen Wochen einigermaßen entsetzt über die innere Blockade der SED-Führung, über die zu beobachtende Handlungsunfähigkeit an der Spitze. Und deshalb kann man sagen, dass er sich für eine neue Art der Berichtspolitik entschied. Er wollte sozusagen die Spitze ein Stück weit wachrütteln, mit der Botschaft macht was, kommuniziert anders mit den einfachen SED-Mitgliedern, holt die Leute von der Straße, klärt die Reisefrage, thematisiert auch ein Stück die Flüchtlingsfrage. Das war sozusagen die Botschaft dieser neuen Art von Berichten seit Anfang September. Und das Worst-Case-Szenario von Mielke war damals dabei stets diese Angst, dass die bislang isoliert agierenden Oppositionsgruppen sich verbünden mit der breiten Masse, die bislang noch ein bisschen zurückhaltend war, auch mal apolitisch oder angepasst, dass das sozusagen zusammenfindet. Und seine Panik davor wird unter anderem deutlich an einer Notiz an Egon Krenz vom 16. Oktober, zwei Tage vor dem Sturz von Erich Honecker. Da schreibt er, wie ernst die Lage ist, wird hiermit natürlich noch deutlicher, besonders da es jetzt schon um die Fragen der Arbeiter geht. Das heißt also, die Revolution stand kurz bevor. Damit solche Mahnungen oder diese neue deutliche Sprache auch gehört wurden, veranlasste Mielke ab Anfang September den Verteilerkreis der Berichte deutlich auszuweiten. Diese Berichte bekamen jetzt nicht nur die engere Führung der SED um Honecker, sondern weitgehend das gesamte Politbüro, einzelne Vertreter des ZKs und auch Personen oder Mitglieder des Ministerrates.
und auch einzelne Funktionäre auf der Bezirksebene, darunter auch unser heutiger Gast, Hans Modrow, damals zu dieser Zeit der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung in Dresden und ab Mitte November dann der letzte SED-Regierungschef der DDR. Und solche langen Verteilerlisten, die man hier sehen kann, das war auch vorher, es ist ein völliges Novum, das hat man vorher nicht. Die Berichte gehen normalerweise an 3 bis 5 Personen vorher, jetzt gibt es bis zu 30 Personen und das kann auch ganz eindeutig als Krisenindikator ab Mitte September gewertet werden. Schaut man sich die Berichte an, geht es allerdings nicht nur um die negative Stimmung bei SED-Basismitgliedern, sondern ab September auch um die Entstehung von neuen Bürgerinitiativen und ersten Parteien, wie die Sozialdemokratische Partei in der DDR. Das ist so ein Standardbericht. Etwa 11 Berichte wurden zu diesen neuen Organisationen geschrieben und darin wird deutlich, dass die Staatssicherheit diese beginnende Selbstorganisation der Bürgerschaft als eine wirkliche Gefahr für die sozialistische Grundordnung bewertet. Und besonders beeindruckt zeigte man sich dabei, wenn man diese Berichte liest, von der rasanten Ausbreitung des neuen Forums. Das wird am 9. September gegründet. Und in diesem Bericht vom 26. September heißt es zum Beispiel: Es liegen Hinweise vor, dass Bürger unterschiedlichster Bevölkerungskreise, darunter freiberuflich tätige Kulturschaffende und Angehörige der Intelligenz, aus eigener Initiative ihre Zustimmung mitteilten und den Gründungsaufruf unterzeichnen wollen. Bis ungefähr Anfang Mitte Oktober entwickelt die ZAEG, also dieses Berichtswesen der Stadtsicherheit, auch noch ganz konkrete Empfehlungen, wie die politische Führung auf diese Entwicklung reagieren sollte. Die Rede ist dabei von Ordnungsstrafen, von Versammlungsverboten, von einem verstärkten Einsatz von Massenmedien oder auch der stärkeren Kontrolle der Akteure durch die Leitung der evangelischen Kirche. Dass die Sicherheitskräfte in dieser Zeit aber auch gewaltsam vorgingen, das wird in den Berichten nicht direkt angesprochen. Die Phase der Eskalation, so vom 26. September an bis 8. Oktober, kommt nur sehr vage, nur sehr indirekt zum Vorschein. So werden zum Beispiel die Polizeieinsätze hier in Berlin am 7. und 8. Oktober mit der Abriegelung des Prenzlauer Bergs und über 3.400 Verhaftungen mit keinem Wort erwähnt. Ab Mitte Oktober 1989, als dann die SED diesen Versuch abgebrochen hatte, den politischen Umbruch mit Gewalt einzudämmen, beschränkte sich die Stasi auf eine nüchterne Beschreibung der jetzt landesweit stattfindenden Großdemonstrationen, ohne dann noch weitere politische Empfehlungen zu geben. In einer Information vom 23. Oktober heißt es zum Beispiel: Feststellungen zufolge nahmen in der Zeit vom 16. bis 22. Oktober an Veranstaltungen ausschließlich politischen Charakters in Kirchen und kirchlichen Räumen, in denen Kräfte antisozialistischer Sammlungsbewegungen ungehindert auftreten konnten, weit über 100.000 Personen teil. Fast alle diese Veranstaltungen verzeichneten eine in diesen Kirchen und in diesem Ausmaß bisher nicht gekannte Besucherresonanz. Görlitz 7.000 Personen, Magdeburg 6.000, Rudolstadt 3.000. Eine sogenannte Informationsveranstaltung des neuen Forums in der Friedrichskirche in Potsdam musste aus Kapazitätsgründen wegen des hohen Zuspruchs in insgesamt 5 Durchgänge erfolgen. Es nahmen insgesamt ca. 6.000 Personen teil. So in dieser Form berichtet man dann so ab Mitte Oktober nüchtern, aber auch ein bisschen erstaunt über diese dominante oder diese dynamische Massenmobilisierung. Allerdings muss man auch sagen, dass einige wichtige politische Zäsuren im November 1989 in diesen protokollartigen Berichten unkommentiert bleiben. Zum Beispiel eine Demonstration von SED-Basismitgliedern am 10. November 1989, unmittelbar nach dem 10. Plenum. Oder auch die erste freie Aussprache in der Volkskammer mit der Wahl von Hans Modrow zum neuen Regierungschef der DDR. Also zu diesen Ereignissen wurden keine Reaktionen eingefangen. Auch ganz interessant ist, dass der Mauerfall keine Rolle spielt. Am 7. November
wird noch ganz routinemäßig über den grenzüberschreitenden Verkehr berichtet. Das ist sozusagen ein Quartalsbericht. Allerdings dieser komplette Kontrollverlust 2 Tage später an der Grenze zu West-Berlin, das war dann kein Bericht mehr wert. Trotz dieser eigenartigen und ein bisschen auch schwierig zu erklärenden Lücken lesen sich die Berichte von Anfang Oktober bis Anfang Dezember so ein bisschen wie eine Chronik der Revolution. Und das war für die Verfasser wahrscheinlich, also für die ZAIG-Offiziere, einigermaßen paradox, weil diese Diensteinheit eigentlich dafür gegründet worden war, um eine herrschaftsgefährdende Situation frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Und jetzt beschreibt man bis ins Detail genau eine solche Situation. Und das dokumentiert, also die ZAIG dokumentiert damit auch ein bisschen unfreiwillig die Rat und die Machtlosigkeit der Staatssicherheit insgesamt. Und das geht sogar so weit, dass am Ende auch der Moment festgehalten wird, an dem die Revolution sozusagen an die eigene Bürotür klopft. Der vorletzte Bericht beschreibt die Besetzung der ersten Kreis- und Bezirksdienststellen des MFS in Erfurt, Rostock, Leipzig, Angermünde und Templin und in anderen Orten. Und das ist sozusagen auch ein Stück weit, das steht auch symbolisch für das Ende des Berichtswesens und vielleicht auch für das Ende der Institution Staatssicherheit insgesamt. Und deshalb ist dieser Bericht auch als Bild und als Abschrift in der Buchausgabe der ZAIG-Edition für das Jahr 1989 abgedruckt. Und mit diesem kleinen Einblick in die Stasi-Perspektive auf dieses Jahr möchte ich hier schließen und freue mich, an das Podium übergeben zu können. Dankeschön. Gut, dann bitte ich meine Podiumsgäste auf die Bühne. Und habe derweil vergessen, für Sie alle zu formulieren, dass wir diese Veranstaltung mit aufzeichnen und wir uns dabei auf das Podium konzentrieren, sodass Sie in der Regel nicht, nehmen Sie bitte Platz, gerne, Sie dabei aufnehmen werden. Wenn aber die Fotografin auf Sie zugeht und Sie das Gefühl haben, Sie werden gerade fotografiert und wollen es nicht, geben Sie ein Zeichen. Nur, dass Sie Bescheid wissen, diese Veranstaltung wird auch im Nachgang über unseren kleinen YouTube-Auftritt nochmal nachzuhören sein. Gut. Dann begrüße ich meine Podiumsgäste hier auf dem Podium und werde sie gar nicht mal so ausführlich vorstellen. Ich habe mir trotzdem vorgenommen, eine ganz kurze Vorstellung aller Personen vorzunehmen, weil was relativ deutlich wird, wir diskutieren über Geschichte und haben hier diese einmalige Gelegenheit, das, was in den Akten steht, was die Stasi registriert und aufgeschrieben hat, in einer sehr spezifischen Stelle, mit den Erinnerungen derjenigen, die diese Geschichte erlebt, gestaltet, auf unterschiedlichen Seiten auch gestaltet haben, nicht innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit, sondern auf anderen Ebenen zu diskutieren. Und wir diskutieren damit über Geschichte und wie wir uns Geschichte erzählen und wie wir uns erinnern. Und dazu finde ich es wichtig zu erinnern, dass Hans Modrow, zu meiner Linken hier, Jahrgang 1928, heute 91 Jahre alt, ich danke, dass Sie den Weg zu uns heute Abend hier gefunden haben. Die DDR, über die wir reden, über deren letztes volles Jahr als DDR, wir reden, quasi vom ersten bis zum letzten Tag erlebt hat. Sie waren 21, als die DDR gegründet wurde. Roland Jahn, zu meiner Linksaußen, Jahrgang 1953, geboren in jenem Jahr der DDR, in dem der Volksaufstand gegen die SED-Herrschaft stattgefunden hat und hat die DDR bis zum Jahr 1983 erleben können. Dann hat sie sich von ihm verabschiedet oder ihn rausgeworfen. Er war da fast 30 Jahre alt. Und Peter Grimm, Jahrgang 65, hat die DDR 24 Jahre lang erlebt und hat, um das mal so rum zu sagen, sehr aktiv auch daran mitgewirkt, dass sie ihrem Ende sehr schnell entgegengehen konnte in jedem Jahr 89, in all dem, was vorher passiert. Das heißt, 3 Zeitzeugen mit sehr unterschiedlichen DDR-Biografien und Generationen in dieser DDR und Daniela Münkel, Professor Dr. Daniela Münkel, die Herausgeberin der Edition und langjährige Projektleiterin in der Forschungsabteilung beim BSTU, wird das sozusagen ergänzen, nicht aus der biografischen Perspektive, sondern aus der Perspektive des Berichtswesens des MFS. Das würde ich einfach auch im Hintergrund halten, dass wir sozusagen sehr persönliche und sehr mit der DDR verwobene Biografien haben, die sich über dieses Thema des letzten Jahres der DDR unterhalten.
Und ich würde gerne mit Herrn Modrow anfangen. Sie haben das vielleicht mitverfolgt in dem kleinen Einblick zum Berichtswesen. Die Stasi, ausgerechnet die Stasi als Motor der SED-Politik, die verzweifelt an der Starrheit der SED. Wie haben Sie das erlebt in Ihrer Zeit? Sie waren bis zum November ja eigentlich in Dresden, waren aber auch natürlich eingebunden in das Berichtswesen, haben gelesen, was die Stasi herausfindet, auf ihre Art und Weise aus der Bevölkerung, um sie damit zu leiten. Haben Sie die Stasi als Motor erlebt? Zunächst, es wurde ja jetzt über die Perspektive und die Sicht des MFS gesprochen. Es erscheint so, als wenn man als Funktionär einer Partei in der DDR, wir hatten ja 5 Parteien, mit denen ich auch zuerst in der Regierung war, später waren wir ja 23 Parteien, die dann in der Regierung waren, 13 Parteien, die dann in der Regierung waren. Und es wird so getan, als hätte ich meine Information für die politische Arbeit mir von der Staatssicherheit geholt. Ich muss mit aller Eindeutigkeit sagen, das ist ein großer Irrtum, so war es nicht. Ich habe eine Parteiorganisation im Bezirk Dresden gehabt. Es wurde ja hier gesagt, das erste Halbjahr erschien ganz normal. Und in dieser Partei gab es Berichte, jeder Kreis hat berichtet. Das ging an den zweiten Sekretär, der wertete die aus. Die bekam das Sekretariat der SED-Bezirksleitung. Das war die Grundlage meiner politischen Information. Was über die Staatssicherheit zu sagen war, da gibt es ja auch einen Bericht, den ich bekommen habe jetzt und längst, da muss ich mich bei Herrn Jahn bedanken, der ja unterschrieben und erlaubt hat, dass ich auch Akten, die zu mir bei der Staatssicherheit geführt sind, zur Einsicht bekommen habe. Ich habe da 250 Seiten vor mir, wo ich sehen kann, wie die Staatssicherheit zu mir auch bestimmte Dinge nicht nur als Information, sondern als ihre Sicht zu meiner Person hatte. In dem Sinne steht das Ziel auf dem Kopf. Die Perspektive und die Einschätzung. Für mich war ja wichtig, hier zuzuhören. Also ab Mitte Oktober gibt es dann die ersten kritischen Berichte. Am 11. Oktober, kann auch der 12. jetzt gewesen sein, will ich mich nicht aufs Datum festlegen, ist eine Beratung des Generalsekretärs der SED mit den ersten Bezirkssekretären zur Auswertung einer Tagung des Politbüros nach dem Besuch von Gorbatschow. Ich bin der, der als Erster in dieser Beratung spricht, mit seiner Einschätzung, nicht mit der der Staatssicherheit. Honecker unterbricht mich und sagt, so wird hier nicht geredet. Ich gebe eine kritische Einschätzung, wie sie im Bezirk Dresden ist. Ich kann ja nicht über Mecklenburg oder sonst wo reden, weil das eine sehr falsche Aussage ist, dass ich ein hoher Führer der SED war, dem Politbüro, habe ich genau 3 Wochen angehört. Sonst war ich erster Bezirkssekretär der SED. Über die anderen Fragen will ich nicht reden. Das heißt, es ist so, dass auch innerhalb der SED aus eigener Information Einschätzungen entstehen, aus denen dann auch Auseinandersetzungen kommen. Was ich dann auch erlebe, man tut, als wäre dann sozusagen der September. Ich bin im September 1989 vom 25. September bis 29. September, also knapp vor dem 40. Jahrestag der DDR, zu Besuch bei der Sozialdemokratie in Baden-Württemberg und habe dort Gespräche mit dem Vorsitzenden Herrn Maurer, mit dem Minister Spöri und anderen. Das heißt, es ist nicht nur die Frage der Berichte,
von Sicherheit. Es ist auch das Gespräch, und dazu sagt Honecker mir am 3. Oktober, ich habe die Interessen der DDR in der Bundesrepublik nicht so vertreten, wie es von mir zu fordern gewesen wäre. Die Sache ist leider viel differenzierter als mit einer Einseitigkeit des Blickes der Staatssicherheit zu betrachten ist. Das heißt, ist die Staatssicherheit für Sie dann in Ihrer Funktion damals, in dem Jahr 89, nicht relevant gewesen? War die Partei wirklich so viel wichtiger? Absolut viel wichtiger, dreimal wichtiger als die Staatssicherheit. Was glauben Sie denn, was ich mit der Staatssicherheit in dem Sinne zu tun hatte? Ich bin ja überprüft über meine Nähe und Beziehungen zur Staatssicherheit im Deutschen Bundestag. Ich habe nach der Überprüfung, zunächst bevor der Bundestag informiert wird, mit der Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Süssmuth, eine Aussprache zu meiner Überprüfung, zur Nähe zur Staatssicherheit. Es geht mir gar nicht um Ihre Person persönlich. Da spielten die Berichte eine Rolle. Da habe ich die Frau Ministerin gefragt, welche Berichte meinen Sie? Die Berichte, die ich bekam, waren Berichte, wie ist die Lage im Gesundheitswesen, wie ist die Lage im Handel und. Ich habe keine Berichte bekommen darüber, wen die Staatssicherheit beim neuen Forum oder sonst wo beachtet, prüft und hinterher ist. Das ist keine Berichte. Und ich habe Frau Süssmuth gefragt, glauben Sie denn, dass der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz jeden, der irgendwo eine Verantwortung bei Ihnen politisch trägt, darüber informiert wird? Wenn es so ist, ich halte das bis zu Ende, wenn es so ist, dass der Herr Stoltenberg, der Verteidigungsminister der Bundes, war gerade zu der Zeit, der Bundesrepublik Deutschland, nicht weiß, dass in großen Kisten, die im Hamburger Hafen verladen werden und Landmaschinen draufsteht, dass da Panzer drin sind, die exportiert werden, der muss zurücktreten. Warum wird dieser Mann nicht informiert, wenn Sie davon ausgehen, dass ich als ein Funktionär der SED über alle Fragen von dem Geheimdienst dieses Landes informiert worden bin? Es ist einfach ein Irrtum. Und schauen Sie sich die Verteiler, die Inhalte der Berichte an. Und dann reden wir etwas tiefer, denn ich habe ja auch Berichte aus dem Jahr 89 über Herrn Jahn einsehen können. Und da muss ich feststellen, ich habe dort die Dinge, die in Wirklichkeit in der Schärfe politisch abgelaufen sind, die ich eingeschätzt, in denen ich auch politisch gegenüber der Führung der SED mich geäußert habe, nicht gefunden. Ich finde, es ist wichtig, dass Herr Modrow einsehen kann in das Stasi-Unterlagenarchiv. Das ist das Recht eines jeden Bürgers und das sollen auch die Verantwortlichen von damals tun können. Was aber, denke ich, durchaus mal betont werden muss, wenn ich das so höre, Herr Modrow, es gab 20 Parteien und Sie waren eine davon in der DDR. Das klingt so, als ob wir eine pluralistische Gesellschaft hatten und Parteien sich zur Wahl gestellt haben. Man muss dann noch mal klar sagen, es gab eine Verfassung, wo drin stand, die führende Rolle der SED. Das war schon mal Machtanspruch, der sozusagen eine Diktatur ausgedrückt hat. Das Zweite ist natürlich, und so hat sich die Staatssicherheit selbst verstanden als Schild- und Schwerterpartei, das ist sozusagen nominell gewesen und sie waren sozusagen als der Bezirksleitung Dresden der SED derjenige, der sozusagen auch die
Stadtsicherheit in Dresden sozusagen auch mit angewiesen hat, beziehungsweise die Bezirkseinsatzgruppen geleitet hat, in der Verantwortung jedenfalls nominell. So, und wir dürfen nicht vergessen, dass gerade als Sie noch in Verantwortung in Dresden waren, dass dort die großen Übergriffe waren auf die Demonstranten am Dresdner Hauptbahnhof. Dort gab es viele, viele Verletzten. Das war schon etwas, wo sich diese DDR nochmal und ihre Sicherheitsorgane gezeigt haben, sagen das wahre Wesen, dass sie bereit sind, sozusagen das eigene Volk zu verprügeln, nur weil sie das Recht auf Meinungsfreiheit wahrnehmen. Und da setzt natürlich Verantwortung ein, und da ist für mich gar nicht die Frage, stand das in den Berichten, die Sie bekommen haben, dann auch später als Politbüromitglied und so weiter, sondern da hat auch jemand eine Verantwortung als Parteisekretär gegenüber dem, was in der DDR geschieht. Ich habe hohen Respekt davor, was Sie geleistet haben, auch gerade in dem ganzen Einigungsprozess oder dem Prozess sozusagen am Ende der DDR, dass Sie immer wieder zur Friedfertigkeit aufgerufen haben, dass Sie immer versucht haben, auch einen Weg zu gehen, der nicht auf Konfrontation aus war. Ich habe hohen Respekt auch vor Ihrer Biografie. Sie haben natürlich einen Werdegang, der hat sozusagen seine Gründe, aber ich entlasse Sie nicht aus einer Verantwortung dafür, dass Sie als Parteisekretär dieses Unrechtssystem mitgetragen haben und dafür gesorgt haben, auch mit, dass Menschen ins Gefängnis gekommen sind, die ihre Menschenrechte wahrgenommen haben. Ich beginne zunächst, Herr Jahn, mit einer Gegenfrage. Wenn Sie sich in meine Situation versetzen könnten, was Sie gewiss nicht wollen, ich gehe vom 4. Oktober, den Sie ja besonders benennen, mit all den Ereignissen. Also Sie sind in meiner Situation, Sie bekommen um 10 Uhr am 4. Oktober eine Mitteilung, dass Züge über Dresden in die Bundesrepublik Deutschland fahren. Alle Entscheidungen werden in Berlin getroffen. Punkt. Sie würden sich wie verhalten? Nachfragen. Dann kommt die erste Meldung über Rundfunk. Um 17 Uhr wird die Grenze zur Tschechoslowakei geschlossen. Eine andere Meldung habe ich zwischendurch nicht. Damit ist klar, hier passiert was. Noch ist keine weitere Meldung. Dann kommt die erste Meldung, die ich bekomme, nicht so sehr von der Staatssicherheit, sondern von meiner Polizeibehörde, die eindeutig mitteilt, es sind schon Tausende, etwa 2.000, 3.000, so gegen 18 Uhr am Bahnhof und zerschlagen den Kiosk, Scheiben sind kaputt. Was machen wir? Was würden Sie tun, wenn Sie diese Meldung bekommen? Dann ruft der Verkehrsminister an, teilt mir mit, die Züge fahren über Dresden, aber wir können beide nichts mehr dran ändern. Was ich später kennenlerne, das kann ich nicht fragen, ist, dass Herr Genscher am 30. September in Prag vor etwa 8.000 Leuten steht, den sagt und ihnen sagt, sie fahren mit Zügen über die DDR in die Bundesrepublik. Die beiden deutschen Staaten, Bonn und Berlin, sind sich einig, dass da auch hohe Beamte, wie zum Beispiel der Ischinger, im Zug bleiben und sitzen werden von Prag. Ihre Mitteilung, die Sie hier über diesen Zug haben, ich habe mir das angeguckt, ist derart verführend falsch, weil alle diese Zusammenhänge nicht kundgegeben werden. Und dann kommen die Züge, nach 0.30 Uhr kommen die Züge. Da ist der Bahnhof kaputt und wir haben vorher einsetzen müssen, dass die Familien mit ihren Kindern in den Zügen ohne Schaden durchkommen.
weil wir gegen Leute auftreten mussten, die auch durch Zuruf die Polizei, die Verkehrspolizei, alle fordern auf, verlassen Sie den Bahnhof. Sie haben jetzt Verantwortung, das ist meine Frage. Wie hätten Sie denn gehandelt? Ich kann das im Detail nicht sagen. Jetzt äußern, wie ich da in Ihrer Situation gehandelt hätte. Auf alle Fälle ist ja eins wichtig. Sie haben Ihre Sicht auf die Dinge, die schildern Sie jetzt nochmal. Was aber wichtig ist, dass wir die andere Sicht auf die Dinge, die anderen Chronisten, die Chronisten in der Opposition, die Gedächtnisprotokolle gemacht haben von den Demonstranten, die erlebt haben, wie Polizei brutal Demonstranten niedergeschlagen hat und die auch den Gegensatz zur DDR-Propaganda dargestellt haben. Es war ja immer die herkömmlichen Muster, was in den Parteizeitungen, in Ihrer Parteizeitung, die Sie zu verantworten hatten, geschrieben worden war über Demonstranten. Das wurden ja immer die Leute als Rowdies dargestellt und so weiter. Und das ist etwas gewesen, wo man natürlich dann sagen muss, okay, Sie haben Ihre Wahrnehmung gehabt, die war vielleicht etwas beschränkt, sage ich mal ganz bewusst, aus Ihrem Blickwinkel. Und das war ja das große Defizit dieser DDR-Führung, dass sie einen beschränkten Blickwinkel hatte, dass sie keine Offenheit hatte, dass es keine freie Information gab, dass es keine freie Diskussion gab. Und in dem Sinne sind sie auch zu bedauern gewesen, dass sie immer nur diese Berichte der Stadtsicherheit hatten. Und hätten sie mal mehr sozusagen sich geöffnet, dieser Bevölkerung, dann hätten sie vielleicht auch ein paar Sachen eher mitgekriegt. Vielleicht. Heute, denke ich, brauchen wir die verschiedenen Blickwinkel, wir brauchen die Archive, wir brauchen die Wissenschaft, wo dann Ihr Blickwinkel auch drin vorkommt. Genau, ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir das Podium in die andere Richtung auch nochmal öffnen und Sie vielleicht in die Situation kommen, sich auch gar nicht so sehr rechtfertigen zu müssen für einzelne Entscheidungen oder für Dinge, die Sie auch, für die Sie gerichtlich zur Verantwortung gezogen sind, sondern dass Sie diesen Abend vielleicht auch selber nutzen können, mit zu reflektieren und darüber nachzudenken, in welchen Situationen Sie gesteckt haben und das vielleicht einfach nur auch als eine offene Diskussion betrachten, in der niemand verurteilt wird oder sich rechtfertigen muss, aber in der wir sehr offen und klar über Dinge sprechen können. Wir haben in dem Bericht zum Jahr 89 ja sozusagen gehört, dass aus Sicht des Ministeriums für Staatssicherheit das Jahr relativ entspannt anfing. Peter Grimm, Mitgründer der Initiative für Frieden und Menschenrechte, einer Vereinigung, die sozusagen als Feind des Systems als angesehen wurde. Dieses Jahr 89, Sie sind seit 85 da sehr aktiv gewesen, hat sich das auch, weil Sie sehr aktiv gegen die Beschneidung von Meinungsfreiheit, von dem Verbot von anderen Parteiengründungen, für das Kämpfen um die Menschenrechte sich eingesetzt haben, hat sich das Jahr für Sie aus dieser Perspektive des nicht offiziellen, sondern des oppositionellen Berichtswesens sozusagen als eine Zeitenwende schon dargestellt oder war eigentlich gar nicht besonders klar, was 89 bedeuten würde? Wo stand die Opposition, die Initiative für Frieden und Menschenrechte am Anfang des Jahres? Na, ich würde das jetzt nicht nur auf die Initiative Frieden und Menschenrechte beziehen, aber das, also ob nun jetzt Anfang 89 nun eine Zeitenwende absehbar wäre, also das würde ich nicht behaupten. Aber dass es ruhig angefangen hätte, so wie jedes andere Jahr, war eben auch nicht der Fall. Also wenn ich mich, also für mich ist so der Anfang des Jahres 1989 beispielsweise eine Demonstration mit ein paar hundert Leuten in Leipzig. Die findet statt, nachdem ein paar Leute Flugblätter verteilt haben, auch welche verhaftet wurden, das natürlich auch öffentlich wird, so wie auch in den Jahren zuvor schon ein bisschen eingeübt, auch sofort für Solidarität, so innerhalb verschiedenster Oppositionsgruppen sorgt und so das, was an Netzwerk existiert, auch aktiv wird und dann tatsächlich zu diesem Demonstrationstermin trotz dieser Verhaftung ein paar hundert Leute erscheinen. Was für diese Zeit damals in der Situation einfach eine enorme Zahl ist. Und das war schon so ein Signal, dass da also mehr gärt, als dass man jetzt sagen kann, das ist so ein ganz ruhiger Jahresanfang. Da war natürlich noch nicht absehbar, wie sich sozusagen so die weiteren Monate des Jahres 89 ergeben. Aber
Ich glaube, ist ja immer, man verklärt ja sicherlich auch vieles so mit 3 Jahrzehnten Abstand, aber ich denke schon, dass viele von uns in dieses Jahr zwar nicht mit dem Gefühl, jetzt ist eine Zeitenwende reingegangen sind, aber dass es jetzt so ein ruhiges Jahr wird wie ganz viele zuvor, glaube ich, das war auch nicht unbedingt die Erwartung. Und wann wurde sozusagen im Laufe dieses Jahres mit dem 7. Mai der Überführung des Wahlbetrugs sozusagen, wurde damit schon klarer, dass plötzlich was auf der Straße liegt, oder hat sich das eigentlich erst im Herbst wirklich etwas offenkundiger dargestellt? Na, das zieht sich ja eigentlich durch das Jahr durch mit den verschiedenen Nachrichten. Also als also viele, die darüber dann nachdenken, obwohl es gar nicht so richtig in einer breiten Diskussion war, hatten ja schon aufgemerkt, als im Frühjahr das, was für den Sommer ja wichtig ist, Ungarn den UN-Flüchtlingspakt ratifiziert hat. Da war ja klar, was das, wenn man sich mal kurz in den Flüchtlingspakt reingeguckt hat, was das bedeutet, dass jeder, der einen Anspruch auf Aufnahme irgendwo anders hat, darf nicht abgeschoben werden. Ja, das ist natürlich also dass das irgendwann quasi wie eine Einladung funktionieren würde. Ich würde nicht sagen, war klar, aber das konnte man zumindest erwarten. Dann war eben halt die Kommunalwahlen. Dann spielt natürlich auch noch mal eine Rolle des Anheizens, also die Niederschlagung der Demonstrationen auf dem Platz des himmlischen Friedens und vor allen Dingen diese demonstrativen und kaum erträglichen Solidaritätserklärungen der SED. Das war ja, und das zieht sich dann weiter und dann eben halt der Sommer, die Flüchtlinge in Ungarn etc. etc. Also eigentlich kommt ja dieses Jahr da gar nicht so recht zur Ruhe. Also es ist an sich, wird es permanent immer unruhiger und ist, der Herbst entsteht ja nicht so aus dem Nichts. Es gibt ja quasi eine Art merkwürdige Parallele auch, dass man hier sagen kann, sowohl Stasi als auch Opposition bemängelt die Starrheit der Partei, die Unfähigkeit, sich offen zu machen für die Veränderungen, die dort beginnen. Also ich meine, aus meiner Sicht hatte das, glaube ich, aus der Opposition jetzt auch von dieser Partei in der Zusammensetzung keiner erwartet, dass das passiert. Ich denke eher, also wenn man jetzt so dann in den Herbst hineingeht, war natürlich, also es war natürlich eine Zuspitzung absehbar. Und es war eben halt auch offen, wie diese Zuspitzung aussieht. Weil irgendwo war eben auch schwer nachvollziehbar, inwieweit sich nun diese Parteiführung rational verhält oder nicht. Also gerade weil wir jetzt hier so bei den Zügen waren, dass das natürlich völlig irre ist, auf der einen Seite die Grenzen zur Tschechoslowakei dicht zu machen und dann diese Züge unbedingt, nicht nur unbedingt durch die DDR fahren zu lassen, sondern auch noch auf Strecken über Dresden und durchs Vogtland, statt irgendwo so ein kurzes Gleiszipfelchen wenigstens zu nehmen, wo man also wenig irgendwie urbanes Gebiet zu bewachen hat. Das war ja irgendwo eigentlich irre. Aber jemand, der sich so irrational verhält, ist natürlich auch nicht berechenbar. Also und insofern war zumindest mein Eindruck, man kann wirklich nicht wissen, was passiert, gerade als es dann eben auf so diese Tage des 7., 8., 9. Oktober zuging. Wo es durchaus die Bereitschaft gab, auch gewalttätig gegen die zu werden, die sich auf die Straße begeben und protestieren. Die Signale waren so und wie gesagt, für mich zumindest und für viele damals denke ich auch nicht, war eben überhaupt nicht erkennbar, inwieweit diese Parteiführung tatsächlich dann noch irgendwie rational reagiert oder wirklich nur noch so in den reinen, nackten Herrschaftssicherungsmodus verfällt. Herr Modo, sehen Sie mir nach, dass ich diese Frage noch nicht an Sie stelle, weil ich die anderen beiden noch mal auch in die Diskussion einbinden möchte, aber das wäre jetzt genau die Frage an Sie, wie verhält man sich oder warum verhält sich die SED in diesem Jahr so irrational? Können Sie schon mal drüber nachdenken. Roland Jahn jetzt nicht als Bundesbeauftragter, sondern als quasi Zeitzeuge, als jemand, der in West-Berlin sitzt, die Informationsverbindung aufrecht erhält zur Opposition in der DDR und über dieses Jahr berichtet, vom Jahresanfang aus gedacht. Es ist natürlich im Nachhinein, 30 Jahre später, immer so eine Gimmick-Frage, ob das wirklich so ist. Aber hatte man ein Gefühl, dass in diesem Jahr das Ende jetzt wirklich kommt? Du sagst immer, das Ende war dir schon länger klar.
Aber man weiß es natürlich nicht im Vorhinein. Irgendwann gibt es einen Punkt, wo man merkt, die Dinge kommen zusammen, die Faktoren bewirken das. Also ich denke, wir hatten einfach in West-Berlin den Vorteil, dass bei uns Informationen zusammengelaufen sind. Wir waren besser informiert als manche in der DDR. Und in der Hinsicht... Besser auch als die Stasi? Weiß ich nicht. Wenn man sich die Berichte anschaut jetzt. Bei manchen Dingen auf alle Fälle, weil wir wussten sozusagen durchaus, was in der Opposition sozusagen eine Aktion da ist, auch von dem die Stasi nicht wusste. Man darf nicht denken, dass die Stasi alles wusste, und jeder, der seine eigene Stasi-Akte sieht, sieht, wo die Lücken sind, wo sie einfach schlecht gearbeitet haben. Und auch das muss man immer mal wieder betonen. In dem Sinne, gut, wir haben nicht den Anspruch gehabt, alles zu wissen, so wie Herr Mielke, sondern unser Anspruch war zu sagen, ja, der Opposition ein Stück Freiheit zu geben, freie Informationen zu ermöglichen. Und das, was sozusagen Peter Grimm zum Beispiel mit seiner Samstagszeitschrift Grenzfall gemacht hat, das haben wir versucht nochmal zu multiplizieren. So, sowohl im Rundfunk als auch im Fernsehen haben wir sozusagen die Inhalte, die Sie zusammengetragen haben, mutig sozusagen unter großen Gefahren, haben wir dann sozusagen versucht, auch in die Wohnzimmer der DDR zurückzuspielen. Und das war das Wichtige. Und so sind wir natürlich auch zu Chronisten des Untergangs geworden. Und wenn man sich die Kontrastebeiträge zum Beispiel anschaut, die übrigens bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch auf der Homepage sind, da kann man sehen, Monat für Monat, was für eine Dynamik reinkommt. Ja, wo man auch diesen Aufbruchgeist mehr und mehr spürt. Und das ist das Tolle, glaube ich, dass wir jetzt sozusagen eine Vielzahl von Dokumenten haben. Wir dürfen uns die Geschichte nicht von der Stasi schreiben lassen. Und die Stasi-Akten sind nicht das Alleinige, sondern wir brauchen die Dokumente der Opposition, der Habermann-Gesellschaft, des Archivs, der DDR-Opposition. Wir brauchen sozusagen die Medien, die damals berichtet haben, ob das DDR-Fernsehen war, ob das bundesdeutsches Fernsehen war. Alles das sind Zeitdokumente, die in den Archiven schlummern, die überhaupt noch nicht gehoben sind. Und wir brauchen vielmehr diese virtuellen Zeitzeugenberichte. Ja? Bis heute ist nicht ein systematisch angelegtes Zeitzeugenarchiv zur DDR-Opposition da. Ja, und das am besten von 45 bis 89. Das sind die Dinge, die geleistet werden müssen, um wirklich auch als Chronisten des Untergangs sozusagen, oder die Chronisten des Untergangs zu dokumentieren, auch für die nächsten Generationen. Und da ist viel zu tun, und deswegen, ich will auch gar nicht an Motrow so sehr angreifen oder sowas, sondern mir geht es darum, dass die verschiedenen Blickwinkel nebeneinander gesetzt werden und dass die nächste Generation sich ihr eigenes Bild machen kann über das, was damals gewesen ist. Trotzdem. Nochmal die kurze Nachfrage dazu: Wann war denn trotzdem der Moment, als es irgendwie deutlicher wurde, jetzt ist es wirklich vorbei mit der Macht der SED? Naja, gut, ich habe immer gesagt, ich wusste es 2 Jahre vorher. Ich habe einer Freundin in West-Berlin gesagt, in 2 Jahren komme ich mit rüber auf den Alex, dann treffen wir uns mit unseren Freunden. Und ich hatte ein Signal von meiner Mutter gekriegt, als sie beantragt hatte, dass ich zur Beerdigung meiner Oma Einreise bekommen sollte. Da hat die Staatssicherheit sie geholt. Ja, und die Staatssicherheit hat sie vernommen, um sie sozusagen bei der Gelegenheit ein bisschen auszuhören, was ihr Sohn bei den Medien in West-Berlin macht. Und meine Mutter hat da geschwiegen, hat sich da nicht auf das Gespräch eingelassen. Und dann hat der Stasi-Offizier am Ende des Gesprächs gesagt, wir wissen sowieso, was ihr Sohn denkt. In 2 Jahren ist hier alles vorbei und dann kann er reisen, wie er will. Und dieser Satz, 1987 gesprochen von einem Stasi-Offizier, hat mir deutlich gemacht, dieses Land zerfällt, der Sicherheitsapparat zersetzt sich selbst, und das geht jetzt Schritt für Schritt. Und als dann parallel auch dann das Jahr 89, es ging ja schon vorher los, man muss doch die Vorboten alle sehen, Umweltbibliothek, Luxemburg-Liebknecht-Demo, also 87 und 88 und dann 89 die Leipziger, ja, das war eine irre Aktion. Und als sie in Haft saßen, dass die Solidaritätswelle plötzlich um sich griff, dass auch die internationale Öffentlichkeit dafür gesorgt hat, dass sie wieder freigelassen worden sind. US-Außenminister Schulz in Wien damals bei der KSC-Nachfolgerkonferenz. Am Ende sind sie freigelassen worden. Das waren Signale. Und ich meine, wer gesehen hat, wie dann die Opposition sich wirklich bei der Kommunalwahl
zum ersten Mal so richtig systematisch formiert hat. Es gab viele gute einzelne Gruppen, aber dieses systematische Herangehen am Nachweis der Wahlfälschung, also da war doch offensichtlich, das geht jetzt sozusagen in die letzte Runde. Herr Modrow, Sie hatten das Mikro eben gezückt, jetzt frage ich ihn trotzdem noch mal kurz, kleinen Moment, Daniela Münkel. Wann war denn für Sie klar, dass die DDR vorbei ist? Wann war für Sie klar, dass es mit der DDR vorbei ist? Das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Wenn Sie in meiner Verantwortung waren, hätten Sie auch hier dort sicher eine andere Sicht, als Sie sie. Natürlich, Sie kommen aus Westdeutschland, in diesem Fall, das sage ich ganz bewusst, haben eine andere Sicht, ein anderes Erleben. Herr Jahn hat völlig recht, dass wir unterschiedlich drauf schauen. Ich habe überhaupt hier gar nicht die Absicht, mich etwa angeklagt zu fühlen. Anklagen kann jeder jeden. Das ist normal, 30 Jahre nach der DDR, das erlebt man ja alles. Die Frage, wann war bei mir diese Erkenntnis, will ich Ihnen ganz entschieden erklären und sagen. Erstens, ich werde Ministerpräsident der DDR am 13. November. Am 17. bilde ich eine Regierung und diese Regierung mit meiner Regierungserklärung, auch Herr de Maizière, könnte noch eine Reihe weiterer Namen sagen, sind Mitglieder dieser Regierung und tragen die Regierungserklärung mit. In der Regierungserklärung heißt es, die Vereinigung Deutschlands steht nicht auf der Tagesordnung. Wir unterbreiten den Vorschlag, eine Vertragsgemeinschaft mit der Bundesrepublik Deutschland abzuschließen. Und Herr Kohl erklärt 1,5 Wochen später, er nimmt das an. Er ist also bereit, wir machen eine Vertragsgemeinschaft. Da war völlig klar, dass Probleme im Raum stehen. Dann geht die Sache weiter. Bush und Gorbatschow treffen sich in Malta am 2. und 3. Dezember. Bush wertet aus in der NATO und ganz klar, Gorbatschow wertet aus im politisch beratenden Ausschuss des Warschauer Vertrages und erklärt 3 Tage später im Zentralkomitee der KPDSU, die DDR ist unser wichtigster, bedeutender Verbündeter. Auf der Beratung kriege ich mit, die Sowjetunion ist nicht mehr stabil, wie Gorbatschow hier auftritt, das ist keine Stabilität mehr in der Sowjetunion. Dann beraten wir unter uns zwischen Weihnachten und Neujahr in diesem Falle, Herr Jahn, mit allen Vorsitzenden der Parteien und nicht nur mit ihren Vertretern in der Regierung. Also wir waren dann schon etwas pluraler. Und im Januar ist dann eine Beratung in Warschau, in Sofia. Vorher habe ich eine Begegnung Mitte Dezember zum ersten Mal auf dem Gebiet der DDR, ist ein Außenminister der USA und spricht mit dem Ministerpräsidenten der DDR, nicht über die Vereinigung Deutschlands. Dann kommt der Präsident aus Frankreich, Herr Mitterrand, wir sprechen am 21. Dezember über die weiteren Prozesse Deutschlands im Rahmen Europas. Und dann kommt der Außenminister Hart aus Großbritannien, das ist Mitte Januar, kommt auch nur, um darüber zu sprechen, wie die Beziehungen zwischen Großbritannien und der DDR weiter zu entwickeln sind. Ich begreife aber, die Sache geht so nicht weiter nach der Beratung des RGW. Und dann bin ich am 30. Januar in Moskau mit einem 3-Stufen-Plan zur Wiedervereinigung Deutschlands. Heute sagt man, der Motor war ja wohl blöde, sowas überhaupt noch vorzutragen und auszuarbeiten. Aber die sowjetische Seite, der Präsident, der Ministerpräsident, der Außenminister stimmen mir zu.
dass wir eine Vertragsgemeinschaft anstreben, eine Konföderation, vielleicht nach 3 Jahren, und dann eine Bundesrepublik, die nicht in der NATO ist. Und dann kommt Herr Baeker wieder eine Woche später nach nach Moskau, spricht mit Herrn Gorbatschow und mit Schewardnadze, dann ist man sich einig, Vereinigung Deutschlands, ja, und in der NATO. Und dann kommt Herr Kohl am 10. und teilt mit über Gorbatschow, alles ist gelöst, Vereinigung Deutschlands, Deutschland ist in der NATO. Also ab Mitte Januar war mir klar, du strebst in deiner Verantwortung nach der Vereinigung Deutschlands, hast ein Konzept, hast einen Plan, der ist von der sowjetischen Seite deinem Verbündeten anerkannt und danach wird gemeinsam gehandelt. Und dann kommt der andere Teil der Geschichte. Ob das dann bei der Staatssicherheit, bei Ihnen dann für 1990 auch noch so herauskommt, wie ich es jetzt knapp gesagt habe, einen ganzen Abschnitt der Geschichte, das weiß ich nicht. Nee, da wissen Sie auch, dass das Amt für nationale Sicherheit dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Genau. Ich hatte die Frage, ich stelle sie nochmal jetzt an Daniela Münkel, ein Stück weit aus der Berichterstattung des MFS heraus, eigentlich auch so verstanden, dass es durchaus bei der Stasi das Gefühl gab, die DDR ist aus sich heraus gar nicht mehr zukunftsfähig, unabhängig davon, was international über sie entschieden wird. Deswegen heißt dieser Abend ein Stück weit ja auch Chronisten des Untergangs, unfreiwillig oder freiwillig wird die Stasi dazu. Ist es wirklich eine Binnenansicht aus dem Apparat, aus einem Sicherheitsapparat, dem Schwert und Schild der Partei, die das alles verhindern sollen und trotzdem nur quasi berichten, dass es dem Untergang entgegengeht? Unterscheiden. Wir haben dieses erste halbe Jahr und da ist es eben anders. Da ist die Staatssicherheit, denkt, sie ist noch auf der sicheren Seite, sie hat alles im Griff. Und so sind auch diese Berichte. Deswegen wirkt das normal, wie die anderen Berichtsjahre auch. Und zum Teil hat sie auch noch alles im Griff. Es gibt einen Bericht, der wahrscheinlich nicht ohne die Kommunalwahl zustande gekommen ist, weil da ändert sich was, das merkt auch die Staatssicherheit, vom 1. Juni 1989, ein 43 Seiten langer Bericht, wo die Opposition dargelegt wird. Und das ist alles sehr überschaubar. Das sind circa 160 Gruppen, schreibt man, mit 2500 Leuten. Der harte Kern sind 60 Leute, so. Also sie kennen sozusagen die Leute und sind sich sicher. Und das ändert sich dann. Das ändert sich dann, als es eine Massenbewegung wird langsam. Und dann tritt ja auch eine Verunsicherung der Staatssicherheit letztlich ein. Und dann wird man zunächst, versucht man noch wirklich so zu berichten, Marc Schiefer hat das gesagt, wie die Situation sich darstellt und noch zu retten, was zu retten ist, indem man nämlich in die Offensive geht und sagt, gut, wenn wir das retten müssen, müssen wir uns öffnen, wir müssen dialogbereit sein. Einerseits, andererseits, man fährt eine Doppelstrategie. Man geht weiter, die Zersetzungsmaßnahmen werden weiter fortgeführt. Man ist sich eben nicht sicher, ob man mit Gewalt oder nicht Gewalt vorgehen soll. Das ist also eine Doppelstrategie, das ist das eine. Es ist aber auch eine Strategie Erich Mielkes, sich an die veränderten Verhältnisse anzupassen. Das muss man auch sehen. Und man wird dann letztlich... Es entgleiten einem diese Dinge und dann wird man wirklich nur noch zum Chronisten auch des eigenen Untergangs. Und ich wollte noch einen Satz zu der Rezeption sagen. Für Herrn Modrow macht das zustimmen. Das stimmt aber nicht für die Berichte der ganzen Zeit und der ganzen Jahre, dass die überhaupt keine Rolle gespielt haben. Die haben einen sehr kleinen Empfänger und Honecker, erst Ulbricht, dann Honecker, kriegen die auch zur Kenntnis. Dass es natürlich auch andere Informationsquellen der SED-Führung gab, ist klar. Aber dass das nun überhaupt keine Rolle spielt, das mag in der Endphase so gewesen sein, dass es weniger wird. Aber das kann man nicht grundsätzlich behaupten. Trotzdem ist es ja eigentlich faszinierend, weil im Ende August, 31. August, sagt Mielke,
steht uns jetzt ein erneuter 17. Juni 1953 bevor. Und nichts passiert eigentlich wirklich im ja, Sinne. Das wird ja dann noch verneint. Das ändert sich dann ziemlich schnell. Dann sagen alle, nein, nein, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das ändert sich dann aber relativ schnell durch die Ereignisse im Anfang September mit der Gründung des neuen Forums und dieses Strohfeuer, was das ja letztlich auslöst. Und es ist ja so, das muss man auch mal sagen, es hat ja nicht nur die Stadtsicherheit nicht damit gerechnet, was da passiert. Ich denke, die Gründer des neuen Forums haben mit dieser Massenbewegung so schnell wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Also Peter Grimm, Sie sind in der Initiative für Frieden und Menschenrechte, schließen sich aber am 7. Oktober der SDP, der neu gegründeten Sozialdemokratischen Partei, an. Das ist ja auch für Sie jetzt plötzlich ein Moment, in dem man sich zu einer Partei, die bis dato als sozialdemokratische Partei sozusagen besonders verpönt war, anschließt. Und hatten Sie das Gefühl, da ist jetzt genug Puffer, das wird nicht gleich zu einer Verhaftung führen, sondern wir können jetzt loslegen? Na, also das Gefühl, ob jetzt irgendwas zu einer Verhaftung führen könnte oder nicht, das war ja auch jetzt so vorher, in den Jahren zuvor, nicht so zwingend meine entscheidende Grundlage, irgendwas zu tun, mit der ich rangegangen bin, was ich jetzt mache oder nicht. Ja. Also da war ja bei einigen das Risiko halt da. In dem Moment, also zum einen war das ja ohnehin die Zeit, in der sich ganz viel gegründet hat, wo ja auch natürlich, was ja auch zum Teil erstmal umfangreicher aussah, als es war, weil logischerweise ja viele Leute auch in mehreren Sachen gleichzeitig waren. Also beispielsweise Initiative für Menschenrechte sind ja die nicht rausgegangen, die dann trotzdem auch bei Demokratie jetzt oder in der SDP oder mit gegründet haben. Ich fand es irgendwo zu diesem Zeitpunkt das am weitestgehende Projekt. Okay. Ne? So, weil dieser Anspruch auch zu sagen, wir sind Partei, war ja jetzt gar nicht, weil ich jetzt Parteien so mag, aber es war einer, der ja irgendwo auch so einen weitergehenden Gestaltungsanspruch markiert, auch so ein Stückchen über den reinen Oppositionshorizont hinauszudenken, weil damit konnten ja alle, die irgendwie in der Opposition waren, die natürlich genau mit dem, was dann abgelaufen ist und in der Schnelligkeit ja auch nicht gerechnet haben, wird ja dann immer wieder so bemängelt, dass da ja dann keine Konzepte da gewesen wären, aber wir hatten ja auch überhaupt keine so tatsächlich realistische Veranlassung, bestimmte Konzepte aus irgendeiner konkreten Situation heraus zu denken und zu entwickeln. Aber, am 7. Oktober 1989 war ja nicht klar, dass Sie sich als Partei aufstellen, um in 3 Monaten an einer Wahl teilzunehmen, sondern was war das Ziel aber eigentlich? Aber am 7. Oktober, also gerade diese Tage waren ja durchaus insofern entscheidend, dass man natürlich, also man wusste nicht, ob das Drohpotenzial, was die SED dann noch aufmarschieren ließ, gerade dann auch so im Vorfeld des 9. Oktober in Leipzig, ob das nur bei den Drohungen bleibt oder ob da tatsächlich irgendwie zugeschlagen würde. Aber der Punkt war, egal für welche Variante sich die SED entscheidet, also es laufen zu lassen oder zu zerschlagen, diese DDR würde danach in jedem Fall eine andere sein, als sie davor gewesen ist. Und insofern war es natürlich durchaus wichtig, trotzdem erstmal so diese Marksteine zu setzen. Natürlich hat am 7. Oktober jetzt keiner so zwingend damit gerechnet oder hätte datieren können, wann die nächsten freien Wahlen sind. Aber in der Option, im Denken, war das ja durchaus drin. Denn das war ja zum Beispiel, wenn man sich anschaut, am ich glaube, war der 5. Oktober, als so all die ganzen neu gegründeten Parteien und Gruppen sich ja so quasi so ihre Kooperationsvereinbarung okay. schlossen. Da geht es ja auch darum, dass man eben zu den irgendwann anstehenden ersten freien Wahlen auch gemeinsam gegen den Block der bisherigen systemtragenden, also der SED und ihrer Blockparteien antritt. Also insofern ist ja die Perspektive, dass das also möglich ist und im Rahmen des Denkbaren ist, auch wenn man jetzt nicht sagen konnte, wie
wie wahrscheinlich welcher Weg ist. Das ist ja da zu dem Zeitpunkt. Sind die blinden Flecken, sage ich jetzt mal, in dem Berichtswesen, sind die erklärbar dadurch, dass man nichts erzählen, also der SED etwas nicht übermitteln wollte, nicht Bescheid wusste? Es sind ja phänomenale blinde Flecken, ne? Die Maueröffnung, auch verschiedentlich die Parteigründung, bestimmte Dinge, die in der Zeit passieren, auch die Massenbewegungen sozusagen wirklich zu analysieren, sie als Existenzkrise des Landes zu begreifen, all das fehlt eigentlich in den Berichten dazu. Ja, das fehlt nicht. Also das mit den Massenbewegungen und die Analyse, da wird schon sehr klar analysiert, weshalb das so ist und weshalb die Leute unzufrieden sind. Das ist nicht so, dass sie nur aufschreiben, das ist dann ganz spät. Aber in dieser Phase September, Oktober schreiben sie schon ganz genau auf, was die Leute stört und warum die das machen und was man vielleicht besser machen könnte. Sie schreiben auch genau auf, warum die Leute ausreisen wollen, warum sie unzufrieden sind. Und sie schreiben die Punkte auf: Versorgungslage, mangelnde Medienpluralität, mangelnde Parteienpluralität, mangelnde Reisemöglichkeiten und. Das wird alles klar analysiert und sie schreiben auch auf, wer das ist, dass es eben nicht nur diese Gruppe ist, die sie im Juni noch alle kannten, sondern dass es jetzt eben wesentlich mehr sind und, was ja ganz beunruhigend sind, vor allen Dingen die eigenen Parteimitglieder. Und aber diese Leerstelle mit dem Mauerbau, wir haben da lange drüber nachgedacht. Mauerfall. Also ich könnte, eine These wäre, die Berichte der Staatssicherheit sind ja auch eine Art Öffentlichkeitsersatz für die SED gewesen. Und in diesem Moment ist das ja gar nicht nötig. Der Mauerfall ist etwas, was so medial präsent ist. Was sollten Sie darüber eigentlich noch berichten? Fragt man sich. Also es ist eine These, aber weil es ist schon komisch, dass dieses Datum fehlt. Warum fehlt das? Und man darf natürlich auch nicht vergessen, in dieser Zeit danach, dann gerade Ende November, sind die ja auch wirklich mit ihrer eigenen Existenzsicherung beschäftigt, vor allen Dingen. Und Sie sehen, denen laufen ja die Fälle da auch davon, bis eben zur Besetzung der Bezirksverwaltung, also oder Bezirksämter heißen sie ja dann. Also das ist ein ganz komischer Umbruchsprozess. Sowieso ein Wunder, dass sie überhaupt noch berichten. Ich glaube das schon, dass Sie das alles sehr gut zusammentragen, die Informationen belastbar sind, dass Sie sie auch richtig analysieren, die Grundlagen finden. Aber letztendlich ist es ja eine absolute Situation, also eine existenzbedrohende Situation. Dieses Land hat nicht mehr sozusagen lange vor sich, ne? Und diese Tragweite dessen, die scheint sozusagen auch in den Berichten in dieser Dringlichkeit nicht unbedingt weitergeleitet zu werden. Nee, das ist es nicht. Aber wie Herr Grimm ja richtig sagte, diese Dynamik, die sich in dieser Zeit entwickelt, die hat ja kaum jemand wirklich überblickt, was da. Und Herr Modo hat ja auch darauf hingewiesen, wie sich das plötzlich verändert. Er legt einen Plan für eine Wiedervereinigung und dann kommen lauter andere. Also das sind ja Dynamiken gewesen, die überhaupt nicht in dieser Schnelligkeit absehbar waren, und zwar von keinem. Auch die Forderungen, die sich halt ganz schnell veränderten, als es eine Massenbewegung war, die plötzlich die Rufe nach Einheit und alles, das hat ja kein Mensch irgendwie hervorgesehen. Und das hat eben der Stasi fehlt, dann nämlich auch diese Tiefenanalyse. Das ist richtig, aber die Frage ist, ob das überhaupt jemand hätte absehen können. Herr Modrow, die Berichte drücken ein Stück weit aus, auch in der Analyse der Historiker, dass man die SED als unwillig oder unfähig erlebt auf all das, was passiert im Land, bei den eigenen Parteimitgliedern, bei den Ausreisenden und in der Formierung von Parteien und Oppositionsgruppen, darauf zu reagieren, einen Dialog zu starten, das zu entschärfen, auch im Sinne einer vielleicht veränderten DDR. Erinnern Sie sich daran, ob es diese Diskussion gegeben hat? Wie war das für Sie? Wir erleben ja heute Abend das, was ich sozusagen eigentlich gar nicht so sehr erleben wollte. Wir sind 30 Jahre danach. Und wir sind nun nach 30 Jahren dabei, dass es die Behörde gibt, wo gar kein Gegenproblem gibt, denn ich war ja in der Volkskammer, wo solche Dinge beraten worden sind. Aber sie maßen sich jetzt an, als Behörde eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern der DDR, wo
von ehemals und der Bundesrepublik insgesamt zu erklären, wie die DDR zu verstehen ist, und haben nur einen Blick aus der Staatssicherheit, die ja das Ministerium für Staatssicherheit war. Und wenn wir 30 Jahre danach an diesem Knochen so weiter lutschen und reden wollen, werden wir nicht zurechtkommen. Es fällt zusammen, die ganze Sowjetunion. In allen osteuropäischen Ländern ist der Sozialismus am Ende. Wir reden über eine Situation, wo es um ein System der Gesellschaft geht. Und wenn Sie Ihre Abläufe nehmen, auch für 89, dann versuchen Sie doch mal daneben auch die geschichtlichen Abläufe zu nehmen. Es ist im Juli 1989 der politisch beratende Ausschuss der Staaten des Warschauer Vertrages in Bukarest. Dort sitzen die höchsten Leute aller sozialistischen Länder. Die Bundesrepublik Deutschland und Österreich haben, was man heute ja weiß, den Drahtzaun dann aufschließen lassen, und dafür sind 3 Milliarden Mark gezahlt worden. Man tut so, als wären andere an bestimmten Dingen der Unzufriedenheit und der Lösung nicht beteiligt gewesen. Wir haben eine Situation, wenn wir uns heute nicht ernster und gründlicher mit diesen Fragen bereit sind zu beschäftigen. Ich weiß, dass ich jetzt sehr vom Thema abgreife, aber genau um das geht es mir mit meinem Alter, mit meinem Erleben. Ich habe mit Egon Bahr am Ende eine Freundschaft gehabt, und wir waren uns beide seit etwa 1998 immer im Gespräch in einer Kernfrage. Wenn die Akten der Staatssicherheit immer größer und ihre Berge immer mehr Bedeutung für Betrachtung von Geschichte und Zusammenhänge bekommen und die Berge der Toten, die der Faschismus hinterlassen hat, dadurch immer kleiner werden, kann es schlimm sein. Und diese Behörde in der weiteren Arbeit ist nicht, das hat Herr Jahn ja vorhin gerade erklärt, die Wiedergabe der Wahrheit. Und wenn jetzt im Deutschen Bundestag jemand aus der AfD sagen kann, man müsse doch prüfen, ob die SPD nicht zu verboten wäre. Ich habe 1993 mit Joachim Vogel, dem Vorsitzenden der Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag, darüber gesprochen, dass wir aufpassen müssen, dass es in Deutschland keinen Geschichtsverlauf mehr geben darf, wo derartige Stimmen überhaupt möglich sind. Wir sollten genauer davon ausgehen. Und das ist meine zweite Bemerkung kurz. Ich würde ja sehr interessiert sein, dass ich nun auch mal lese, was in den Akten steht, die zu meiner Person seit 1956 bis zum Dezember 2012 beim Bundesnachrichtendienst und beim Verfassungsschutz vorliegen. Es sind 71.000 Bürger der DDR, vom Bundesnachrichtendienst auch, aktenkundig beobachtet worden. Wir hatten einen Kalten Krieg, wir hatten Geheimdienste. Ich entschuldige überhaupt nichts, was MFS gemacht hat. Ich habe vielmehr mit dem General Böhm im Streit gelegen. Ich habe von Mielke gefordert, er soll ihn ablösen im Bezirk Dresden. Gehört überhaupt nicht zum Thema. Aber was ich, und das ist mein Thema, wenn wir nicht endlich die Reife kriegen, wenn wir schon über Geschichte, Tätigkeiten von Geheimdiensten sprechen, und ich bin wahrscheinlich eine ganz seltene Person, wo eine Auskunft aus der DDR mit einem Überläufer aus dem MFS am 27. Februar 1990 beim Verfassungsschutz aufläuft, wo gesagt wird, gegen Hans Modrow
war ein Auftrag ausgelöst, gegenüber Mielke zu prüfen, ob ich Landesverrat betreibe. Ich stand zur DDR und ich stehe auch heute zu meinem Leben, zu meiner Geschichte, meiner Biografie, zur DDR. Da mache ich keine Abstriche. Aber ich war jemand, der in der DDR auch einen kritischen Blick auf Vorgänge und Prozesse hat. Aber das alles kann ja die deutsche Geschichte scheinbar nicht aufnehmen. Und wenn wir noch etwas warten, dann kann deutsche Geschichte nicht mehr aufgenommen werden mit all den Erkenntnissen, die eigentlich Generationen der Älteren an jüngere Generationen weitergeben sollten. Sie sind ja heute Abend hier eingeladen auch. Also dass gerade nun wir uns nicht nur darum bemühen, mit den Stasi-Unterlagen zu argumentieren, sagt dieses Podium allein schon. Und Sie sind heute eingeladen, um Ihre Sicht auf diese Geschichte zu erläutern. Es fällt Ihnen schwer, das merke ich, auf die Fragen so zu antworten, weil die eigentliche Frage war ja, hatten Sie das Gefühl, dass die SED in diesem Jahr 1989, in jenem Herbst, einfach zu starr war und das nicht mehr begriffen hat und dass ihr System und ihre Idee eigentlich so, wie sie das aufgebaut hat, wirklich am Ende war. Aber ich möchte gerne, Sie dürfen darauf gerne antworten, aber die beiden auf meiner rechten Seite hatten sich auch ganz spontan zu Ihnen gemeldet und deswegen würde ich mal ganz kurz hier rübergehen. Sie stellen eine sehr interessante Frage und sehr einseitig. Wenn ich davon ausgehe, wie der runde Tisch seine erste Erklärung am 7. Dezember abgegeben hat, da hat er zwei Themen. Die führende Rolle der SED muss aufhören. Die hörte zu dem Zeitpunkt bereits auf. Ich habe den Antrag in der SED-Fraktion gestellt, dass die führende Rolle der Partei aus der Verfassung gestrichen wird. Die CDU wollte, dass dieser Antrag erweitert wird, dass auch die Rolle der Arbeiterklasse, der Bauern in der Geschichte auch gestrichen wird. Das wurde nicht gestrichen, die führende Rolle wurde gestrichen. Ich rede nicht über Dinge, wo ich nicht mit Fakten selber Antwort geben kann. Alles klar, gut. Herr Modrow, Sie müssen auch ein Stück Sie weit fragen, das Podium Sie auch in alle vertragen. Richtungen offen Und die lassen. Zweite Bemerkung, ich vertrage die Antwort durchaus. Direkt zu Ihrer Frage. Es war ganz klar und deutlich, dass der Block aller Parteien, ob Gerlach und andere, ob de Maizière, der seine Partei übernahm, dass der runde Tisch die Frage stellt, wie verändern wir die DDR? Und die Regierung saß am Tisch. Jede Partei der Regierung war am runden Tisch vertreten. Auch die PDS, dann mit Gregor Gysi. Und zum Teil ging de Maizière, mein Stellvertreter, an den runden Tisch. Die führende Rolle war weg und meine Haltung war eindeutig. Ich war kein Freund der Perestroika. Ich habe darüber auch hinreichend publiziert. Ich ging davon aus, dass die DDR als sozialistischer Staat, so wie er strukturiert war, so nicht weiter existiert. Okay. Und dass wir auch in der DDR eine Umgestaltung des Sozialismus brauchen. Okay. Das ist alles aktenkundig oder geschrieben und nachlesbar. Gut, also die Reaktion darauf. Ich möchte mich jetzt erstmal ganz klar dagegen verwehren, dass wir die DDR-Geschichte aus Sicht der Stasi erzählen. Wir legen da, wie die Stasi die DDR gesehen hat und die Probleme und analysieren das kritisch auch unter Einbeziehung anderer Akten. Das ist unsere Aufgabe. Also über dieses Stadium die DDR aus Sicht der Stasi zu erklären, ich glaube, das wäre ein Armutszeugnis, wenn wir uns da befinden. Also da verwahre ich mich gegen. Und wir dokumentieren diese Berichte eben auch, um deutlich zu machen, wie diese Geheimpolizei dieses Land und diese Gesellschaft und die Herrschaft gesehen hat. Und deswegen machen wir das. Das ist ein ganz bestimmter Blickwinkel, aber wir lassen das nicht unkommentiert. Peter Grimm. Ja, nur eine ganz kurze Bemerkung, weil ich finde es natürlich putzig, wenn Sie sich darüber beschweren, dass der Fokus so stark auf die Stadtsicherheit gesetzt wird, weil es war ja nun leider
Also aus meiner Sicht leider und fatal, einer der größten Erfolge der SED im Dezember 1989 eben halt weitgehend im öffentlichen Bild die Verantwortung der Verbrechen des SED-Staates auf die Staatssicherheit abzuwälzen. Und insofern muss man dann eben mit den Folgen der eigenen Erfolge auch irgendwo leben. Das ist dann halt so, dann müssten Sie auch nicht ständig diese nachlaufende Entlastungsvergleich von Geheimdiensten und Geheimpolizei machen, weil das ist eben halt der entscheidende Unterschied. Das war ein klares Wort zu einer etwas auch einseitigen Wahrnehmung der Art, wie wir in einer pluralen Gesellschaft versuchen, von sehr vielen Perspektiven heraus diese Geschichte der DDR, auch aus den Akten, aber auch aus ganz vielen anderen Quellen zu erzählen. Also ich gebe mal noch eine Anregung, auch in der Sprache. Ich finde es bedenklich, wenn man Geheimdienste einer Demokratie sozusagen in einem Atemzug mit einer Geheimpolizei einer Diktatur nennt. Und in dem Sinne ist der Bezug zum BND durchaus nicht ganz passend. Herr Motrow, ich finde ja einen Anspruch, dass Sie Einsicht in die BND-Akten, die über Sie angelegt haben, worden sind, durchaus sinnvoll. Ob das machbar ist, das sozusagen müssen dann die entscheidenden Institutionen auch entscheiden. Wir haben durchaus einige Dinge, die bei den Geheimdiensten oder ich sage lieber Nachrichtendienste, dass die nicht gut funktionieren. Aber das ist ja die Stärke der Demokratie, dass sie da korrekturfähig ist. Und gerade auch die letzten Jahre haben da viele, viele Neuerungen der parlamentarischen Kontrolle gebracht. Zweitens haben Sie ja auch gesehen, mit ihrem Anspruch auch vor Gericht dagegen aufzutreten. Der BND musste Ihnen Akten, die Sie nicht rausgeben wollten, per Gerichtsbeschluss rausgeben. Er hat zwar nicht, ist zwar nicht alles sagen, Ihnen zur Verfügung gestellt worden, aber Sie konnten sich durchsetzen. Und ich finde das klasse und ich finde toll, wäre heute auch mal eine Gelegenheit, sich zu bedanken bei den Oppositionellen und zu sagen, Mensch, es ist toll, dass Sie alle uns mitbefreit haben von dieser SED-Diktatur. Wir können jetzt den Rechtsstaat auch für uns nutzen. Also, und vor allen Dingen können wir offen diskutieren, können wir gegenseitig sozusagen Argumente vortragen, zuhören und in dem Hinsicht, ich will Ihnen aber gar nicht widersprechen. Ich neige dazu, mehr zuzuhören, aber manchmal fällt es halt schwer. Ich wünsche mir, und das hat Peter Grimm angedeutet, die Verantwortung der SED für das geschehene Unrecht ist bis heute nicht richtig aufgearbeitet, weil viel zu wenige Verantwortungsträger von damals offen reden. Und mir geht es gar nicht um Schuldzuweisung erstmal. Aber wir sind 30 Jahre danach, da muss keiner mehr strafrechtlich was befürchten oder sonst was. Aber wir sind es der nächsten Generation schuldig, dass wir irgendwo klar machen, es geht immer wieder um Verantwortung im Handeln. Und Sie brauchen das auch nicht unbedingt öffentlich machen, aber machen Sie es wenigstens in Ihren Parteivereinen und sonst was und reden Sie mal drüber, warum dieser Weg gescheitert ist und dass man sich von manchen Utopien vielleicht auch verabschieden kann. Das ist etwas, was ich mir wünsche, zu sagen, dass man da offensiv damit umgeht, mit einer Auseinandersetzung, aber dann mal auch ins Detail gehen, wie hat dieser Apparat funktioniert? Wie war das auf den Parteiversammlungen? Haben Menschen sozusagen sich in der Form angepasst, obwohl sie eigentlich anderer Meinung waren? Und deswegen sage ich ja, ich achte Sie für das, was Sie in einer bestimmten Phase der DDR auch öffentlich vorgetragen haben, wie Sie auch in diesem politischen Prozess dann sich bewegt haben. Da haben Sie vieles geleistet, was Respekt verdient. Aber ich wünsche mir auch, dass sozusagen mehr noch eine Offenheit da ist, auch andere Blickwinkel doch auch zu respektieren. Zu dem Danke, Jan, an die Bürgerbewegung. Kann man einen größeren Dank aussprechen oder zum Ausdruck bringen, wenn in der eigenen Regierung, die ich zu verantworten hatte, die Regierung der nationalen Verantwortung,
12 Ministerinnen und Minister des Runden Tisches vertreten sind, die aus der Bürgerbewegung kommen, die mit mir in Verantwortung gehen. Gibt es einen größeren Respekt, den man jemandem entgegenbringen kann, wenn man ihn aus dieser Bewegung in eine Regierung der nationalen Verantwortung holt? Wenn wir gemeinsam die Wahlen vom 18. März, wollen wir doch mal offen miteinander reden. Wer hat denn die vorbereitet, dass sie demokratisch ablaufen kann? Doch die Regierung der DDR mit denen, die vom runden Tisch gekommen sind. Aber es gab doch auch Wahlen 40 Jahre davor. Ja, die hat auch die SED organisiert auf eine andere Art und Weise. Deswegen ist der Schluss alleine nicht aussagekräftig nur für die gesamte DDR. Das ist, ne, das ist in Ordnung. Und Sie sind dabei und möchten die gesamte DDR eben in Ihre Glocke kriegen. Und die kriegen Sie dann nicht rein. Nee, das geht auch nicht in eine Glocke. Kriegen wir beide. Das geht auch nicht in eine Glocke. Sie nicht Ihre, ich nicht meine rein. Herr Jahn hat eine konkrete Frage gehabt. Und das ist das Problem. Und noch eine zweite Bemerkung, Herr Jahn, zum Funktionieren von Geheimdiensten. Ich bin ganz entschieden dagegen, wie Geheimdienste wirken und arbeiten. Und ich möchte manche Dinge genauer kennen. Ich kriege eben trotz Klage Auskünfte, aber keine Einsicht in geheime Akten. Die Entscheidung lautet, das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland ist natürlich gültig, auch zu meiner Klage. Zu meiner Klage sagt das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland, ich darf keine Einsichten bekommen, direkt in Akten, aus denen ich entnehmen könnte, wer der Spion, der Informant in meiner Umgebung war. Der Geheimdienst entscheidet, wenn ich das lesen kann, dann kriege ich keine Einsicht. Zweitens, ich darf auch keine Einsicht bekommen, um Formen und Methoden meiner Beobachtung durch den Geheimdienst zu erkennen. Und dazu gehört nicht nur der Bürger der DDR, dazu gehört der Bundesbürger Modrow, der ja bis zum Dezember 2012 in Akten auch weiter in Beobachtung enthalten ist. Nun sagen Sie mir mal, bin ich nicht sehr objektiv, dass ich klage, dass ich Vertrauen zur Bundesrepublik Deutschland habe, dass ich mein Recht bekomme. Nun kriege ich das Recht, dass ich Informationen bekomme. Und bei den Informationen weiß ich nun, das ist wieder das nächste Geheimnis, was mein Blick auf Geheimdienste ist, entschuldigen Sie schon, auch bitte, Sie können sich dann sehr dagegen aussprechen. Ich kriege also die Information, im Sommer 1988 treffen sich Gorbatschow und Jaruzelski in Warschau und unterhalten sich, ob Hans Modrow ein geeigneter Nachfolger für Erich Honecker sein könnte. Die Information bekomme ich vom BND, ohne dass ich mitgeteilt bekomme, wer es war. Waren es nun der KGB, mit dem Sie Kontakt hatten? War es der polnische Geheimdienst, über den es gekommen ist? Oder war jemand, der dabei war, des MFS? Oder wer? Und dann kam es über den Weg. Das heißt, wir haben doch Verflochtenheiten von Geheimdiensten untereinander, die wir gar nicht aufdecken. Das heißt, aber die gehören doch, wenn wir uns den Geheimdienst und ihre Tätigkeit begreifen wollen, dann gehört es dazu. Und in meinem Leben, wenn man 70 Jahre beobachtet wird vom Geheimdienst und dort locker hinnehmen kann, da bin ich doch noch ein bisschen souverän. Gut, dann gehört dazu, dass man den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie genauso begreift und die jeweiligen Mechanismen, die da greifen. Jetzt sind wir ein Stück weit ein bisschen vom Thema abgekommen, nicht zuletzt, weil Sie das auch immer sehr gut verstehen, sozusagen Ihre Geschichten so zu erzählen, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr darüber unterhalten können, was das Jahr 1989 mit der SED angestellt hat und was die Berichte des MFS dazu für eine Rolle gespielt haben. Aber wir haben tatsächlich noch ein bisschen Gelegenheit, das im Nachhinein zu tun. Der Verlag lädt uns ein zu
einem kleinen Empfang mit Brezeln, Wein und Wasser. Da können wir alle, die wir hier sitzen, sind für Sie dort noch ansprechbar. Ich will das aber nicht schließen, diese Runde, ohne auf eine nächste Veranstaltung hinzuweisen. Am 24. September lädt die Robert-Havemann-Gesellschaft mit der Böll-Stiftung ein zu der Frage, wer beerbt die Revolution? Das ist heute Abend ein kleiner Hinweis dazu gewesen, wie das auch sein kann, um 18 Uhr am nächsten Dienstag. Wir haben für den November, Oktober, November eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die wir hier auf dem Gelände haben. Wir haben zum ersten Mal das Festival of Lights hier ab dem 11. Oktober und in der Festwoche zur friedlichen Revolution und Mauerfall haben wir vom 4. bis 9. November hier Veranstaltungen. Sie können diese kleinen Flyer mitnehmen, die draußen liegen, sich auch gerne in unseren Veranstaltungsverteiler eintragen. Und dann hoffe ich, Sie hatten einen trotz alledem einsichtsvollen Abend, weil Geschichte hat immer mit Perspektive zu tun und mit dem, was man erlebt hat, wo man herkommt, wie man sich dazu verhält. Auch Zeit, die vergeht, 30 Jahre, die vergehen in einer Demokratie, bringen Einsichten und auch an anderen Dingen hält man fest. Das Wichtige ist, dass wir genau heute hier sitzen können mit all den und den Perspektiven auf diesem Podium. Und ich hoffe, dass wir unsere Diskussion vielleicht auch nochmal im Nachgang weiter angeregt fortführen können. Ich danke für Ihr Interesse für heute Abend. Applaus